Ja, hallo und herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dinkelsbühl, bei uns auf dem Kanal. Ja, Leute, es ist unheimlich viel passiert. Erstmal tut mir leid, dass ich schon länger kein Video mehr gemacht habe. Liegt aber daran, weil wir ja Campertreffen hatten, was wirklich wahnsinnig war. Also, wen das interessiert, bitte schaut mal auch bei Wir sind Camper rein. Beim Sascha, der hat einen schönen kleinen Clip drüber gemacht. Und ja, da hat man natürlich unheimlich viel davor zu tun, unheimlich viel danach zu tun. Und es ist echt verrückt. Dann kommt der Alltag gleich wieder. Also ich habe dann am Sonntag nur alles wieder einigermaßen fit gemacht in der Werkstatt, weil Montag waren schon wieder die ersten Autos da. Die ganze Woche war wieder voll getaktet und heute auch schon wieder diese Woche. Dann sind die Feiertage nur dazwischen. Also es, Pfingsten war ja, jetzt denkt man ja, es ist zu, aber Pustekuchen, da muss man dann auch wieder einiges tun. Also echt verrückt. Also es war ein mega, mega cooles Campertreffen. Der Markus war ja da, Fan for Van, natürlich Camper Tobi, der uns durch die ganze, durch den ganzen Event moderiert hat. Also es war einfach mega. Und dafür euch allen ganz, ganz lieben Dank. Vor allen Dingen für die, die alle da waren. Wunderschön, also es war echt top, waren roundabout über 100 Autos da, war eine tolle Stimmung. Wir haben auch versucht, so ein bisschen was zu bieten. Das Wetter hat mit der Fliegerei nicht ganz hingehaut, weil das Wetter uns da leider einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber ja, kann man nachholen, ist ja nicht weg. Es gibt wieder ein Event und da werden wir uns auf alle Fälle was einfallen lassen. Ja, genauso wie wir ja im Zelt an dem Event schon angeteasert haben, dass wir Weihnachten ein bisschen was machen werden, da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir das genau A nennen, B, wie wir das eintakten. Da sind wir gerade schon heftig an der Planung und natürlich schon wieder fürs nächste Treffen dementsprechend, wann es stattfindet, wie es stattfindet, wo. Und da geht es schon wieder voll zur Sache. Ja, aber nochmals ganz, ganz lieben Dank an alle euch, die ihr da wart, so tolle Stimmung mitgebracht habt. Es war mega, mega toll. Also mir hat es unwahrscheinlich gut gefallen und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und da ja, bin ich einfach sprachlos und freue mich schon wieder auf den nächsten Event. Heute haben wir ein paar Kleinigkeiten, wo ich euch zeigen möchte. Wir haben ein Tournee reinbekommen, da gibt es eine ausführliche Roomtour. Ein Tournee, der, ich müsste jetzt genau rausschauen, circa ein Jahr alt, der steht zum Verkauf von einem Kunden. Wir vermitteln das Ganze. Ganz, ganz tolles Auto. Wir gehen gleich mal raus und schauen es uns grob an. Da gibt es aber noch eine ausführliche Roomtour über das Fahrzeug. Dann haben wir endlich, einige von euch haben ja schon gefragt, unser Projekt gestartet. Unseren schwarzen Tournee, die Black Mamba, nein Quatsch, die Black Edition, die wir umbauen nach euren Wünschen, da sind wir auch schon dabei. Auch da hole ich euch gleich mit, was wir da schon alles gemacht haben, was da noch kommt. Und dann haben wir da hinten noch einen stehen, da haben wir nicht so viel gemacht, aber auch das haben wir so ein bisschen was getan. Der wird jetzt auch am Freitag wieder geholt. Da haben wir einen Ladebooster eingebaut. Auch das schauen wir uns kurz an. Und dann erzähle ich euch noch über die nächste Geschichte von unserem Solartest. Da machen wir auch einer der nächsten Videos ein wieder mal ausführlicheres Video, wie der Zwischenstand ist, wie es da weitergeht. Jetzt hatten wir ja wirklich schon viele warme Situationen, regnerische, bewölkte Situationen. Mal gucken, wie da die Entwicklung ist, wie es da weitergeht. Und auch da möchte ich euch natürlich dann wieder mitnehmen. Also, wenn euch das alles interessiert, bleibt auf alle Fälle dran. Über ein Abo würde ich mich natürlich von euch freuen. Genauso, wenn ihr die Klingel drückt, weil dann verpasst ihr das ganze verrückte Zeug, was ich da daher erzähle, nimmer. Und dann lasst uns mal gucken gehen, oder? So, da haben wir den wunderschönen Tournee. Also ich muss sagen, er ist schon echt geil. Also die Farbe finde ich ja schon echt heftig cool. Genauso wie die ganze Ausstattung. Also der hat Titronic Alarmanlage, er hat Brickstop, also absolut safe. Er hat auch einen Sog eingebaut.
Dann hat er AT-Reifen. Ich meine, schaut euch diese Reifen an, auf 16 Zoll. Also auch die wirken richtig geil. Dann Goldschmidt Luftzusatzfedern auf der Hinterachse. Dann haben wir hier oben ein wunderschönes Arbeitslicht. Das sind jetzt nur die Details außenrum. Er hat natürlich noch viel mehr. Er hat Solaranlage, Gassteckdose, Außendusche. Das machen wir aber dann noch im nächsten Video. Zeige ich euch das Ganze nochmal detailliert genau, was der alles hat. Und dann nehme ich euch dann nochmal detailliert mit. Eins möchte ich euch noch zeigen. Hier vorne auf der Vorderachse natürlich, nicht Vorderachse, in der Front, die Bullbar und hier die zwei Scheinwerfer. Also schaut richtig hot aus. Also ich liebe ihn einfach. Also das ist ein Auto, wo ich echt sage, echt Top-Niveau. Der steht ab sofort hier bei uns zur Besichtigung und zum Verkauf. Kann man jederzeit angucken. Und ja, dann kommt er natürlich auch noch in mobile.de und in den nächsten zwei Tagen folgt auf alle Fälle noch die ausführliche Roomtour. So, jetzt machen wir einen Schwenk und da laufen wir auch gleich zu uns in die Garage. Das ist kein Wohnmobil, das ist unser neuer Stapler. Den haben wir uns extra gekauft. Wir brauchen dann einfach, wir kriegen immer mehr Lieferungen, wo wir mit einem 40-Tonner arbeiten müssen. Und zusätzlich haben wir das Problem, dass wir jetzt bald auch noch einen ganzen Haufen Toiletten geliefert kriegen. Und auch die müssen wir irgendwie vom LKW kriegen. Und darum haben wir jetzt gesagt, komm, jetzt tun wir nicht mehr lang rum. Jetzt kaufen wir uns einen eigenen Stapler. Dann können wir uns da auch besser behelfen. Ja, was machen wir hier? Das ist unser Projekt, wo wir ja gesagt haben, wo wir starten wollen. Da sind wir mittendrin. Also zum einen haben wir hier im Badezimmer schon den Maxvan eingebaut. Es sind zwei Solarplatten aufs Dach gekommen. Hier oben ist noch alles zerlegt. Da kommt der Solarregler hin. Dann bekommt er ein WCS-Wechselrichter, also eine Kombi 2060, wie natürlich auch Lithium-Akku und den Ladebooster. Dann bekommt er, hier hat sich die Mehrheit entschieden für die Delta-Felge. Die wird auch eingebaut. Dann haben wir natürlich hier schon die Nightbreaker eingebaut von Osram. Hier vorne kommt dann noch eine verdeckte LED-Bar rein. Die verbauen wir so, dass sie dann hier dahinter ist. Ganz wichtig. Da freue ich mich schon drauf. Das wird ein richtig geiles Teil. Und das sind jetzt einmal die ersten Abfragen, was wir hier haben. Und ja, dann schauen wir mal weiter, was sonst noch so kommt. Was mir persönlich noch gefallen würde, das ist die Frontschnauze von Schnitzer, weil die halt echt geil ausschaut. Aber da müssen wir mal gucken, wie ihr das seht. Und da nehme ich euch dann auf alle Fälle wieder mit. Das ist so der kleine Zwischenstand von dem Tournee. Was ich auch noch machen möchte, ist hier hinten im Heck. Da müssen wir mal gucken. Ein Schwerlastausziehregal. Wupp, weil das finde ich immer ganz praktisch, zumindest einseitig, damit man entsprechend einfach Dinge besser handeln kann. So ein Vollauszug, das macht dann schon richtig Spaß. Und dann kommen natürlich, wupp, hier oben noch Arbeitsscheinwerfer rein. Dann kommt noch ein kleines Soundpaket rein. Und ja, noch etliches andere. Auch ein Sog wird verbaut, beziehungsweise das halte ich noch optional offen, weil es kann ja auch sein, dass hier jemand eine andere Toilette möchte. Was noch reinkommt, beziehungsweise schon drauf ist, das ist die Oyster Connect. Die haben wir hier hingesetzt und zweimal 130 Watt Peak Hochvolt Module sind auch schon drauf. Und dann müssen wir jetzt nur ein paar Kabel ziehen. Und ja, da geht es dann munter weiter. Da kommen wir dann in großen Schritten voran. Luftfahrwerk ist noch, ist schon drin. Vorne kriegt er noch verstärkte Federn. Die kommen natürlich auf alle Fälle noch, damit man dann dementsprechend die Gleichheit hat. Weil ich finde, wenn man hinten schon ein Luftfahrwerk macht, muss vorne auch eine verstärkte Feder rein, damit das Ganze natürlich richtig super geil
abfedert und passt. Ist einfach ein besserer Fahrkomfort. So, hier sitzt jetzt der Ladebooster. Man kommt auch schön auf den Knopf hier oben drauf. Das ist ganz wichtig, damit man dementsprechend dann auch den Rapid nutzen kann. Hier haben wir unsere Temperatursensoren dementsprechend verbaut, damit das alles optisch schön nach was ausschaut. Also tolle Sache, so ein Ladebooster hat halt einfach die geniale Funktion, dass er einfach, also der WCS-Ladebooster muss man ja dazu sagen, einfach die Funktion, dass er 50 Ampere beim Fahren bringt, dass die Lichtmaschine überwacht wird, dass die Rapid-Funktion da ist, dass er automatisch die Starterbatterie rücklädt. Und wenn dann doch mal irgendwas sein sollte mit der Starterbatterie, dass er dann einfach noch aufs Knöpfchen drückt und dann schiebt er 30 Ampere von der Aufbaubatterie Richtung Starterbatterie und das alles in einem einzigen Gerät. Das ist schon richtig geil. Also ja, der Ladebooster sucht seinesgleichen. Ich kann es immer wieder nur sagen, es ist einfach ein mega geiles Teil und ich finde es einfach nur grandios. Also ich möchte wirklich da nichts anderes mehr haben, weil das ist einfach echt richtig cool. Da haben wir natürlich dann den hinten verbauten 25 Ampere Schautregler eliminiert. Den haben wir rausgebaut und dafür dann upsala, diesen eingebaut. Ist ein wunderschöner Karthago, also echt ein geiles Auto. Gefällt mir sehr gut. Chicklein voll integriert. Macht richtig was her. Wir haben ja schon mal Lithium-Akkus bei ihm erweitert, und zwar die Super B, weil da hat er zwei Epsilon drin gehabt und da haben wir nochmal zwei dazu gemacht. Das ist auch ganz toll gelungen und die laufen natürlich echt richtig cool, die Akkus. Die werfen natürlich keinerlei Probleme auf, die sind richtig schick. Und jetzt halt noch den Ladebooster dazu, dass dann dementsprechend auch die Rückladung und der Rapid mit integriert ist. Ja, eins möchte ich euch noch zeigen, weil das habe ich von einem ganz, ganz lieben Kunden geschenkt bekommen. Schaut mal da hoch. Er kommt aus der Modellfliegerei und wir haben mal so philosophiert, weil ich ja auch mal Modellflugzeuge gehabt habe und mich das immer noch begeistert. Und er hat mir dann tatsächlich so ein Modellflieger hier geschenkt und mit der Option, dass wir den hier in die Halle hängen. Und ich finde, der macht sich hier richtig schön bei uns in der Halle. Und darum haben wir den hierher gehängt, damit auch so ein kleines Stück Erinnerung da hängt. Natürlich haben wir unten unsere Mika Caravan Aufkleber drauf gemacht. So ein bisschen Werbung muss ja sein. Also, aber echt ein ganz tolles Projekt. Und passt hier richtig gut rein, weil Wohnmobilurlaub und Fliegen, das passt ja irgendwie zusammen. Und darum haben wir gesagt, den müssen wir unbedingt da reinhängen. Also schaut echt super aus und nochmal ganz lieben Dank für den schönen Flieger. Ja, soweit unsere Projekte. Ausführliche Roomtour kommt noch, genauso wie unser nächster Bericht von unserem Solartest. Ich will da noch ein bisschen warten dazu, weil da kommen nochmal, ich habe nochmal ein paar Platten bestellt, weil da gab es ja in letzter Zeit so ein paar Widersprüche und ich habe mir dann gedacht, ja, ich mache das auf meine Art und wir werden jetzt da nochmal einen kleinen anderen Test machen und dann werden wir ja mal sehen, wie das dann ausgeht, beziehungsweise was da exakt dabei rauskommt. Und die Details über den Test werde ich in den nächsten ein, zwei Videos einmal wieder den Zwischenstand berichten, ganz wichtig. Nur schon mal so viel, dass wirklich da, ich sage jetzt einmal, schon große Unterschiede da sind oder größere Unterschiede da sind, auf die Zeit berechnet. Aber keine Platte von irgendjemandem ist da natürlich schlecht oder ist da Push oder ist da Scheiße. Sondern ganz im Gegenteil, die haben alle ihre Berechtigung und die eine hat halt die Nase ein bisschen weiter vorn wie die andere, aber so viel oder mehr dazu dann natürlich zum nächsten Video. Was haben wir noch demnächst? Einige Umbauten stehen an. Jetzt geht es ja bald los mit Glesanas. Also wir warten ja alle sehnsüchtig darauf,
auch wir natürlich und natürlich auch unsere Kunden. Ich hoffe, ich darf bald mit den ersten Lieferungen rechnen und so wie das losgeht, auch da werdet ihr natürlich informiert und dann wird richtig ranklotzt und dann wird da auch fleißig verbaut. Aber auch da können wir natürlich nur eins nach dem anderen machen. Da wisst ihr ja Bescheid, da habt ihr sicherlich auch Verständnis. Und dann werden wir uns da alles Mögliche aneignen und abarbeiten, damit es so schnell wie möglich geht. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich jetzt auf nicht kommendes, sondern übernächstes Wochenende. Da bin ich bei Götz bei WCS. Da treffen wir uns alle zur Schulung. Da freue ich mich schon drauf. Er war ja hier auch bei unserem Event, aber ich freue mich trotzdem drauf, dann mal wieder dort zu sein, weil da war ich schon lange nicht mehr. Das letzte Mal, wie wir in Düsseldorf waren, auf der Caravan Salon, da haben wir bei ihm vorbeigeschaut. Und da freue ich mich auf alle Fälle auf die Schulung und mal schauen, was alles Neues gibt, weil ich weiß, da wird auch einiges Neues wieder kommen. Ich sage nochmal ganz, ganz lieben Dank auch an die ganzen YouTuber, die hier waren, wie Sascha, wir sind Camper, Camper Tobi, Markus, Fan for Van, der im Benny mit im Schlepptau hatte und ihr Gleitschirmfliegen gemacht hat. Echt top. Ganz, ganz lieben Dank, Jungs. Ihr seid mega. Und mit euch macht es echt Riesenspaß. Ihr seid alle so top drauf. Und ich kann mich nur bedanken. Und ich bedanke mich natürlich bei euch allen Zuschauern für das, dass er fleißig immer mein Sums hier anguckt und für viele von euch, die auch hier waren und bei uns auf dem Campertreffen die gute Laune versprüht haben, war wunderschön. Ich kann es nur immer wieder sagen, auch wenn ich mich zum x-ten Mal wiederhole, aber das ist so, ach, das ist so eine Leidenschaft, das ist so, weiß ich nicht, es rührt einfach in mir und das war halt einfach so toll und drum muss ich das einfach auf der Art oder auf diese Art nochmal los waren. So, jetzt gehe ich euch nochmal auf den Zeiger. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf, bleibt mal gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, ciao, ciao.